Grüße euch alle, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute soll es mal wieder in diesem Video um französische Taschenmesser gehen. Was traditionelle Messer betrifft oder Folder, da bin ich ja immer bei den Franzosen mit vorne mit dabei. Sind neben den Schweizern und den Solingern eigentlich mit einer meiner Liebsten. Ja, und wenn man in Frankreich fragt, was ist das berühmteste oder typischste Taschenmesser aus Frankreich, dann sagen sie entweder alle, entweder Opinel oder hier in den Taschen, wie man das vermuten und sehen kann, Lajols. Ich habe euch ja schon vor einiger Zeit mein Avronaise gezeigt. Hier mein Lajol in der 11 cm Klasse. 11 cm ist der Griff lang. Mit einer Carbonklinge, ja, von Ornan aus Thier. Horn, Griffschalen und Messingbacken, sage ich mal. Was schön Feines, Einfaches. Aber um das soll es ja heute nicht gehen. Es geht ja heute um das Schätzchen hier in der Tasche. Um ein Lajol der Firma Le Sabot aus Thiers. Und zwar eins in der Einstiegsklasse, das Lajol Prestige mit Pistazienholzschalen. Ja, Holzgriffschalen aus Pistazienholz. Sieht man auch nicht jeden Tag. Schönes Teil. Absolut schöner Handschmeichler mit Edelstahlbacken und Edelstahlabschluss. Vernietet mit dem typischen Kreuz drauf. Auffällig bei Le Sabot ist ja, dass das Kreuz hier oben so einen schiefen Gang hat. Man munkelte früher in anderen Videos auf YouTube auch, dass sich um Fehler in der Produktion handelt. Aber ich glaube eher, dass das ein Aushängeschild für die Firma ist. Wobei das Kreuz so leicht in den Recurve oben reingehen soll. Weil ich habe jetzt 5 oder 6 unterschiedliche Lajol-Messer in unterschiedlichen Preiskategorien von Le Sabot in der Hand gehabt. Und die haben all dieses Holz, dieses Kreuz so schräg drin gehabt. Eine Modeerscheinung, ein Aushängeschild? Ich vermute mal ja. Das Kreuz ist ja ehemalig ein Hirtenmesser aus dem 19. Jahrhundert, sage ich mal. Soll ein einfaches, günstiges Taschenmesser für die Hirten gewesen sein. Wobei das Kreuz dafür diente, dass man das Messer in den Boden steckte und man während der Feldarbeit oder bei den Tieren auch mal ein Gebet sprechen kann zum lieben Gott. Nun, ob man es heute so macht, vielleicht. Wer weiß. Kommen wir mal zum Messerchen zurück. Das ist, wie gesagt, die Einstiegsklasse. Fängt so mit ab so 60 Euro an ungefähr im Geschäft. Na, bleib stehen. Und geht auch weiter hoch in den dreistelligen Bereich, je nachdem, wie man es haben möchte. Mit Schmiedebelassenheit, mit Carbonstahl, anderen Hölzern und weiß der Teufel noch alles. Ich habe mich hier damals für die einfache Variante entschieden hier, weil ich finde, die ist einfach alltagstauglicher und bringt bis auf das ein, zwei Arbeitsgänge bei dem Messer hier weggelassen worden sind, vielleicht zu den teuren Messern, im Prinzip dieselben Fähigkeiten und dieselben Schönheit zutage wie bei den teuren Brüdern und Schwestern. Ja nun, so soll es sein. Wir haben einen kompletten hochgezogenen Flachschliff beidseitig, typisch französisches Taschenmesser. Die machen ja fast nur Flachschliffe. Ist auch der universellste Anschliff überhaupt. Zum Festbahn, zum Schnitzen, zum Schneiden. Alles gut. Der Stahl, ein 12C27 von Sandvik. Ja, circa 57, 58 Rockwell stark, ähnlich wie bei Opinel oder bei Mora. Ist ja ein schwedischer Stahl. Kompletter Slipjoint, keine Verriegelung, 42A konform, lässt grüßen. In Frankreich darf man ja keine verriegelten Taschenmesser mehr haben, laut dem Gesetz. Die haben es ja damit. Somit ist in Frankreich der Slipjoint-Folder mit Taschenmesser Nummer 1, weil die, ich glaube, die stellen am meisten dieser Messer her, in verschiedenen Varianten. Nun, ist auf jeden Fall
Sehr alltagstauglich aus meiner Sicht. Die Feder ist relativ stramm. Typisch für Laiol, auch das Insekt oben in der Feder soll angeblich hier drauf geschweißt sein, konnte aber keine Schweißnaht und nirgendwo finden mit dem Gerät. Also da haben sie wirklich, wie es aussieht, recht gute Arbeit geleistet. Standardmäßig ist bei einem französischen Laiol, was an Handarbeit hergestellt wird, das Insekt mit der Feder komplett in 1 geschmiert worden. Das soll angeblich bei dem hier im Einstiegsmodell nicht so der Fall sein. Nun, in dem Sinne ist es mir auch relativ Wurst, sag ich mal. Vielleicht werde ich mir irgendwann nochmal ein teureres Laiol nochmal zulegen, wo das Ding auch in einem Stück auch nochmal geschmiert ist. Bei Laiols, da schwanken ja die Preise so sehr, weil man kann von richtig günstig bis super fast nicht bezahlbar kaufen, sag ich mal. Das teuerste Laiol, was ich bisher hatte, war mittlere dreistellige Summe. Statt der Biene gab es ein Segelschiff hier oben drauf, unter dem Elektronenmikroskop, mit Rochenhaut auch noch oben drauf, also Halleluja. Und das Ganze geht dann mit, ja, 2, 3, 4, 5.000 Euro los. Also, wobei ich da nicht ganz verstehe, dass sie bei solch teuren Messern dann einen 14C 28 Sandwegstahl nur nehmen, statt was anderes, was weiß ich, ein S30 war oder sowas, aber es ist anscheinend nicht so vorgesehen. Die Franzosen bleiben dabei, sind anscheinend linientreu. Ja, kommen wir mal zu dem hier zurück. Wir haben hier keinen Klingenschutz, das heißt, das Messer muss leise geschlossen sein, sonst schlägt man mit der Schneidkante zu sehr ins Heft ein und beschädigt die Klinge. Also typisch traditionell, da könnten sie langsam wirklich mal einen Klingenschutz vorne mal hinmachen, damit man da, sag ich mal, ein bisschen mit der Zeit geht. Das wäre wirklich sehr hilfreich. Ja, schönes Teil, schönes Teil. Klingenlänge über 10 cm. Moment, das können wir ja mal vergleichen. Hier mit dem 10 cm Opinel, was ich ja sehr oft auch bei mir führe. Ja, das geht schon in die fast schon 10,5 cm Klingenlänge bei dem Laiol, vielleicht zum Opinel, was glatte 10 cm hat. Nun, trotzdem. Also ähnlich dünn ausgeschliffen, also es ist schon, die Franzosen lieben schneidfreudige Gerätschaften, die schneidwillig sind, egal ob sie geschliffen sind oder nicht, also das muss man schon lassen. Ja. Also, was den Klingenrücken betrifft, der hat ja diese Fehlschärfe hier oben, diese einseitige, typische Franzosen, als Markenzeichen auch für ihre Taschenmesser. Da kann man nichts reißen, aber die andere Seite ist wirklich scharf genug für einen Feierstil, das lassen sie auch so. Hier oben, auch ziseliert, kann man gut in den Vorgriff gehen und auch oben einen Daumen drauf packen, als Art Jimping, um da nach einer Klinge Schneidbewegung zu machen, also schaut ganz gut aus. Ja. Wo kriegt man Löser-Bohrmesser? Nun, definitiv manch einer meiner Quellen, wo ich meine Messer beziehe. Ich kaufe ja nur Messer, die ich auch selber in der Hand halte. Oder online halt. Wenn online, dann würde ich hier Brandners Homestyle empfehlen, weil da habe ich hier so manches Löser-Bohrmesser auch schon erstanden und die sind wirklich gut dabei und haben da richtig gute Produkte am Start. Und da werde ich demnächst auch nochmal aus der Schmiede von Löser-Bo was zeigen, was bisher noch nicht viele kannten. Und das wird bestimmt sicher ein schöner Spaß. Ja. Das Löser-Bo Laiol in Pistazienholz. Ja. Was soll ich dazu sagen? Fein, fein. Richtig schöner Gentleman-Folder. Jo. Ich würde sagen, das soll's gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.